Hallo und herzlich willkommen bei Codebrot. Mein Name ist Lars und hier in dem Kanal plaudere ich über meine Erfahrungen als Softwareentwickler. Das heutige Video ist so ein bisschen als Grundlage für zukünftige Videos zu sehen, die irgendwie alle diese Fragen klären sollen, die immer wieder unter den Videos auftauchen, ist: Bei welchem Unternehmen sollte ich anfangen? Wo bekomme ich welchen Lohn? Wo sollte ich als Quereinsteiger anfangen? Und wie läuft der Bewerbungsablauf eigentlich? Das ist so, dass ich dann im Regelfall sage, das kommt darauf an, und so ein bisschen rumdruckse, weil ich bisher noch keinen so richtigen Hebel gefunden habe, zu erklären, worauf es eigentlich ankommt, weil es kommt nicht wirklich auf die Branche an, sondern, das habe ich mit meinem anderen YouTuber abgeschaut, es kommt auf die geografischen Einzugsbereiche der Unternehmen an. Heißt, wo sie Mitarbeiter akquirieren und wo sie quasi auch ihre Kunden haben, bei denen sie Geld einnehmen können. Und das sind aus meiner Sicht 5 Unternehmenstypen und die stelle ich dir jetzt Stück für Stück einfach mal vor, damit du wie ein Gefühl dafür bekommst, wie unterschiedlich es tatsächlich ist, wenn du für diese bestimmten Unternehmen arbeitest. Was Details für Bewerbungsablauf, für Lohn, für Quereinstieg und anderes anbelangt, da mache ich nochmal separate Videos, weil ich verspreche dir, das Video wird schon lang genug und du hast dann keine Lust mehr, noch mehr am Schluss zu hören über all diese Details. So, fangen wir mal an mit den 5 Unternehmenstypen, indem ich die am weitesten voneinander entfernten Unternehmenstypen erstmal gegeneinander gegenüberstelle. Auf der einen Seite haben wir die lokalen Unternehmen und auf der anderen Seite haben wir quasi die globalen Unternehmen, die ihre Mitarbeiter aus der globalen Elite, also quote-unquote Elite, Softwareentwickler-Elite akquiriert und die lokalen Unternehmen eben nur aus dem lokalen Stock im Regelfall von Leuten, die im Umkreis arbeiten. Und dann kann man es schön zuordnen. Links ist das quasi das, was ich als Softwarebude bezeichne. Wirklich nicht abwertend. Ich war selbst mal Geschäftsführer von einer Softwarebude. Das ist okay. Das sind kleine Firmen, die quasi lokale Kunden bedienen, aber eben auch Mitarbeiter nur lokal akquirieren. Und das ganz rechts sind natürlich Big Tech. Das sind die Großen, die Googles, die Facebooks, die Uber, die Airbnbs und was auch immer. Die haben natürlich einen etwas anderen Zugriff auf Mitarbeiter, weil die nicht nur lokal, sondern wirklich über den ganzen Erdball Mitarbeiter akquirieren können. Und ich fange jetzt mit dem Geld an, weil, keine Ahnung, es ist sowieso das, wo alle Leute als erstes hinspulen zum Vergleichen und weil hier auch die Unterschiede am drastischsten sind. Was du bei einem lokalen Anbieter erwarten kannst, ist ein normaler Fixlohn, den du dann eben aushandelst. Meist steht das schon mal so grob in der Stellenanzeige drin oder wenn du mit den Leuten ein bisschen vorher schon geredet hast, wie auch immer, kriegst du so einen lokal üblichen Fixlohn und das kann so alles Mögliche, je nachdem wo du in Deutschland bist, zwischen 30 bis 60 oder 70.000 sein. Wirklich, kommt wirklich auf die geografische Lokation an. Auf der anderen Seite bei Big Tech, was augenscheinlich nicht jeder weiß, ist quasi der Fixlohn zwar auch hoch, aber nicht so hoch, wie du es vielleicht erwartest. Und er macht nicht das Gros deines Einkommens aus. Denn bei Big Tech kommt neben dem Fixlohn noch ein jährlicher Bonus dazu. Der kann im Regelfall irgendwas im zweistelligen Bereich sein. 10%, 20%, 15%. Das kommt wirklich aufs Unternehmen an. Und es gibt immer noch so ein hübsches Sign-on-Bonus-Ding dazu. Manchmal muss man noch explizit danach fragen. Aber das sollten halt, wenn es angelsächsische Unternehmen sein, sind so rund 20% vom Jahreslohn sein. Also das ist aber schon mal ein hübsches Schmankerl vorweg. Also du hast deinen Lohn, du hast deinen Bonus, du hast den Sign-on-Bonus. Dann gibt es das Wichtigste, das ist Equity. Equity sind Optionen auf Aktien, also sprich, dass du irgendwann später Aktien beziehen darfst, dann sagen wir mal in 2 oder 3 Jahren. Entweder wenn das Unternehmen dann an die Börse geht oder falls es schon börsengelistet ist, dann kannst du irgendwann in der Zukunft die Aktien dann beziehen. Oder es gibt richtig sowas. Ich glaube, die korrekte deutsche Übersetzung ist Vorzugsaktien. Irgendwie Aktien, die du halt quasi nehmen darfst, für die du pre-gesigned wirst, die du aber auch auf gar keinen Fall verkaufen kannst in den ersten x Jahren, weil das noch bestimmten Corporate-Regeln unterliegt. Das zusammen läppert auf richtig viel Geld. Über die Arbeitszeit, die du da bist, hast du im Regelfall dadurch ein jährlichen Lohn, die Aktien, auch wenn du sie später verkaufst, kann man ja dann umlegen, wie viel du theoretisch jedes Jahr gemacht hast, sodass du häufig bei solchen Unternehmen, also mindestens bei 100.000 liegst und bis 300.000 ist da eigentlich eine Menge machbar. Eben wenn du gut genug bist. Als Einsteiger bist du eher im unteren Bereich, aber du kannst, wenn du bei einer angesehenen Universität gelernt hast, kannst du da relativ gut verhandeln und zumindest im Equity-Bereich immer noch was raushandeln.
Jetzt schauen wir ein bisschen, wie sich die Unternehmen sonst noch so unterscheiden. Und natürlich, die kleine Softwarebude hat eher weniger Angestellte, während Big Tech natürlich ganz viel hat. Also ich habe das jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt. Und weniger als 10 ist quasi die Softwarebude, ist ein kleines Team, jeder kennt jeden. Man hilft sich beim Umzug, man geht zusammen trinken, man isst eine Pizza. Bei Big Tech kennst du im Regelfall vielleicht dein Team und hast mal irgendeinen vom Weiten gesehen, aber das sind sehr, sehr viele Angestellte, 10.000 plus. Vielleicht kennst du ein Big Tech, wo es nur 2.000 Leute sind oder 1.000 Leute. Aber einfach, es soll zeigen, es ist wirklich eher am oberen Ende und es ist ein bisschen unpersönlicher. Nicht nur ein bisschen, eigentlich auch ein bisschen mehr. Die Akquise, wie man sich dort auf den Job bewirbt, beziehungsweise wie die Mitarbeiter ins Unternehmen geholt werden, ist beim lokalen Unternehmen relativ schwierig. Da kommt viel mit Hörensagen. Kennst du nicht jemanden, der programmieren würde oder jemand, der programmiert und bei mir anfangen würde? Und bei Big Tech ist es dann im Endeffekt so, die haben große Webseiten, wo du dich umschauen kannst, welche Mitarbeiter quasi gesucht werden. Dann geht das über ein spezielles Human Resources Department, das alles organisiert. Dann haben die Teams immer noch Mitspracherecht. Passt der nicht nur von den Skills, das ist quasi wie, ich will nicht sagen zweitrangig, das ist auch wichtig, aber wichtiger ist, dass er in die Teamchemie reinpasst, in die Teamkomposition. Und da muss er natürlich auch unendlich viele Bewerbungsgespräche, was nicht nur Gespräche sind, sage ich gleich noch was zu, durchlaufen, bevor er dann einfach von einem Art Assessment Board bewertet wird, ob es quasi ein so oder so gibt. Was mich zu dem Thema bringt, lass mir doch einen Daumen nach oben da, wenn dir solche Videos gefallen und wenn du noch mehr über sowas wissen willst. Okay, weiter geht's nach der kleinen Selbstwerbung. Was auch noch dazu kommt bei den Softwareunternehmen, sind die kurzen Entscheidungswege. Gerade wenn du dich irgendwo bewirbst, hast du häufig dann den Punkt, dass der Chef dir schon gegenüber sitzt im Bewerbungsgespräch und hopp oder top sagt, im Regelfall relativ zügig am nächsten Tag oder in der nächsten Woche schon, und sie auch ein bisschen flexibler mit all den Themen sind. Sie geben dir mehr eine Chance. Deswegen ist es hier auch so, dass es sehr quereinsteigerfreundlich ist. Leute mit dem Lehrabschluss sind immer willkommen. Natürlich auch Studierte, aber das ist wie so, ja, Studierte auch. Wichtig ist, dass du hier als Quereinsteiger gut Fuß fassen kannst und wenn du eine Lehre hast. Jobmäßig bist du hier der Allrounder. Das ist gut oder schlecht, je nachdem, wie du das für dich gerne hättest. Du kannst ganz, ganz viel lernen. Du kannst eben schwer auf eine Sache spezialisieren. Big Tech auf der anderen Seite dauert das Assessment ewig. Da ist nicht ein Chef, der entscheidet, sondern das geht durch mehrere Ebenen. Und du hast auch mehrere Interviews, im Regelfall 5, 6 Interviews, je nachdem, wer alles involviert ist. Hier wird auch erwartet, dass du quasi ein Studium hast, mindestens Bachelor, Master werden bevorzugt. Und hier bewirbst du dich auch auf Stellen mit Leuten, die zum Beispiel in Stanford, in Cambridge, an der ETH, MIT, wie konnte ich das vergessen, MIT studiert haben. Mit all denen bist du quasi im Wettbewerb. Und das heißt, sie suchen sich dort wirklich die Creme de la Creme aus, die Spezialisten der Spezialisten. Und das ist wirklich ein gravierender Unterschied zwischen einem lokal arbeitenden Unternehmen. Dann haben wir die regional arbeitenden Unternehmen. Die sind ein bisschen größer und ich habe die jetzt mal ganz frech kleiner Mittelstand genannt, weil die zwar Mittelstand sind, aber eher so die kleineren Mittelständler. Und dort ist es so, dass du einen regional üblichen Fixlohn bekommst. Der ist im Regelfall ein bisschen höher als der lokale Fixlohn. Und der orientiert sich auch so, was es denn bei uns ringsrum im Einzugsbereich noch für Löhne gibt. Ne? Also wenn du dann zum Beispiel im Großraum Hamburg arbeitest, ist es dann immer ein bisschen schöner, dann orientiert man sich eben an den Hamburger Löhnen. Ist so, die Unternehmen sind ein bisschen größer, bis zu 150 Angestellten, habe ich gesagt. Es können auch bis 100 sein. Es ist einfach so, damit du ein Gefühl dafür kriegst. Hier kommst du dann häufig noch über klassische Stellenbörsen ran. Hier kommst du aber auch, was viel häufiger ist, über Headhunter ran. Das heißt, du trittst dann einen Headhunter ran und sagst, du würdest gern. Und er sagt dann, wir hätten da hier so einen kleinen Mittelständler, der jemanden sucht. Und was eben auch noch ganz gut funktioniert, ist Vitamin D, wenn man den Chef kennt, wenn man irgendjemanden aus den Abteilungen kennt. Das ist ganz nützlich, um da ein bisschen Fuß zu fassen. Und das, dann sind wir bei dem Thema, verkürzt dann eben auch noch die Entscheidungswege. Hier hast du es häufig nur mit dem Chef und noch einem zusätzlichen Personaler bewaffnet zu tun. Und die Entscheidungswege sind kurz. Sie sind nicht ganz so kurz wie bei einer Einzelbude, aber sie sind kurz genug, dass wir über eine Woche oder maximal anderthalb Wochen reden. Auch hier sind Quereinsteiger immer noch gern gesehen, weil man sich ja in kleinen Unternehmen immer noch mehr auf Augenhöhe bewegt und man auch noch sieht, Mensch, der hat ja vielleicht noch Erfahrungen, die ich noch anders nachnutzen kann, und hier kann er bei mir noch mehr Skills lernen. Lehrabschluss, versteht sich, ist hier auch immer noch willkommen. Mittelständler sind einfach noch ein bisschen bodenständiger. Vom Skillset bist du auch hier mehr der Allrounder, was gut ist, wenn du das so magst. Du kannst dich immer noch nicht ganz spezialisieren, aber du kannst einfach von jedem mal
mal was mitnehmen und dir vielleicht auch deine Meinung bilden, was du langfristig spezialisiert machen willst. Dann reden wir über die großen Mittelständler, die arbeiten national und akquirieren natürlich auch ihre Mitarbeiter national. Dadurch hast du einen überdurchschnittlichen Fixlohn und das soll dich dann natürlich animieren, für sie zu arbeiten, anstatt für die regionalen und lokalen Buden. Dort ist es dann schon ein bisschen massiver, da kennt einfach auch nicht jeder mehr jeden, aber es ist immer noch so, dass es ein bisschen familiärer ist, als wenn man ganz nach rechts schaut, bei Big Tech wäre. Hier hast du dann schon die ersten Unternehmen, die mit Human Resources Departments arbeiten, also die wirklich eigene Abteilungen haben mit mehreren Mitarbeitern, die quasi den Mitarbeiter-Rekrutierungsprozess übernehmen. Du hast auch noch klassische Stellenanzeigen, die in Stellenbörsen aufgeschaltet werden. LinkedIn logischerweise, das meine ich im Übrigen mit Stellenanzeigen, nicht nur klassische Stellenanzeigen, sondern auch LinkedIn-Akquise. Du hast Headhunter dabei, die dich dorthin bringen. Und Vitamin B funktioniert hier auch noch, aber nicht mehr ganz so gut wie bei kleineren Unternehmen. Eben je größer das Unternehmen wird, desto bürokratischer werden natürlich am Ende auch die Abläufe. Deswegen ist es ein bisschen schwieriger, dort mit Vitamin B schnellen Fuß in die Tür zu kriegen. Wenn du ein bisschen Zeit nimmst, dann passt das dort auch. So, dann haben wir das Assessment, was in dem Fall ein bisschen länger dauert. Das sind eben 4 bis 6 Wochen, würde ich sagen, weil eben mehr Abteilungen involviert sind, mehr Personen gefragt werden müssen. Hier ist es auch noch so, dass das Lehrabschluss noch gern gesehen wird, das ist möglich, aber Studium schon angefangen wird zu bevorzugen, weil man eben bestimmte Spezialwissen haben möchte und Spezialisten haben möchte. Du könntest ein bisschen böse sagen, es wird langsam versnobter. So, dann haben wir als 5. Punkt, auch wenn es der 4. hier ist, aber von dem, was ich bisher erzählt habe, 5. die Konzerne. Und die Konzerne arbeiten auf globaler Ebene. Das heißt, sie akquirieren Mitarbeiter global, also weit über den nationalen Markt hinaus. Sie können aus verschiedenen Ländern sich bedienen. Was sie in dem Fall, weswegen ich sie abgetrennt habe von Big Tech, unterscheidet, ist, Big Tech braucht Tech-Mitarbeiter, weil Tech ihr Main-Business ist. Konzerne auf der anderen Seite haben ein Main-Business, für die sie zusätzlich auch noch IT-Leute, eben Softwareentwickler und ähnliches brauchen. Da bist du im Regelfall nur ein Asset, während du bei Big Tech wirklich ein integraler Teil des Unternehmens bist. Das ist wieder der Unterschied, weswegen ich das auch trenne. Und das merkst du dann eben auch in der Entlohnung. Du kriegst zwar einen sehr hohen Fixlohn, und du kriegst auch einen Bonus, aber der Bonus ist eben auch, der ist total flexibel, der kann hoch sein, eben 10-20%, aber es kann auch ein Mitleidsbonus von 2% sein, je nachdem. Das ist quasi das, was in Konzernen passiert. Konzerne sind eben ähnlich wie Big Tech schon wesentlich bürokratischer, du hast halt eben auch ganz viele Angestellte, eben über 10.000, je nachdem, bei welchem Konzern du bist. Hier jetzt große Human Resource Departments, also mehr als eines. Und häufig ist dann das ganze Assessment auch outgesourced. Dann hast du es ganz, ganz häufig auch mit so Sachen zu tun. Hier mach doch erstmal so einen Online-Test und zeig uns, ob du rekursiv programmieren kannst oder FSBuzz mit Golang hinkriegst. Hauptsache, wir müssen uns nicht drum kümmern. Das ist eigentlich eines der guten Beispiele, wie distanziert diese Unternehmen eigentlich von Tech sind, dass sie eben schon anfangen, den Kram outzusourcen, weil sie gar nicht beurteilen können, ob die Softwareentwickler, die sie einstellen wollen, eigentlich gut sind. Dann kommen noch die Leitungen der einzelnen Abteilungen dazu. Und irgendwann gibt es dann einen Entscheidungsprozess, der nicht ganz so lang natürlich ist wie bei Big Tech, aber trotzdem lang genug ist, weil das muss einfach bürokratisch durch ganz viele Ebenen genehmigt werden. Und dann bist du schon Monate unterwegs. Hier ist es so, dass studentische Quereinsteiger auch bevorzugt werden. Und im separates Video nochmal, studentische Quereinsteiger sind halt Leute, die studiert haben und trotzdem jetzt im Informatikbereich oder als Softwareentwickler Fuß fassen wollen. Die haben dann eben noch Skills, die man für das Unternehmen vielleicht nachnutzen kann. Sagen wir mal, du arbeitest mit einem großen Logistikkonzern und sagst, du hast vorher sehr irgendwas mit Logistik studiert und du möchtest dich jetzt Richtung Softwareentwicklung entwickeln, dann sind die eigentlich ganz happy, weil du hast so ein bisschen Wissen aus beiden Bereichen. Da ist es gut möglich. Generell ist es eben wirklich bei Konzernen so, dadurch, dass es, wie ich eben gesagt habe, ein bisschen versnobter wird, wird das Studium eben auch bevorzugt. Das heißt nicht, dass sie nur Studenten einstellen, aber sie werden in einem Fall, wo sie den einen oder den anderen haben, den mit dem Studium vorziehen. Und sie werden dem mit dem Studium auch garantiert mehr Lohn zahlen als dem ohne Studium. Hier ist es auch so, dass dann eher das Spezialistentum gefragt ist. Du musst dich auf bestimmte Sprachen, auf bestimmte Technologien oder auf bestimmte Themenfelder spezialisieren können. Und wenn du schon spezialisiertes Wissen hast, hast du dort einen Vorteil, wenn du anfängst. Okay, jetzt habe ich einen trockenen Mund vom vielen Reden und schnellen Reden. Das ist das, was ich dir wie als Grundlage mitgeben würde, wenn du dich bewirbst. Schau, wo das Unternehmen
seine Mitarbeiter akquiriert und wo das Unternehmen effektiv sein Geld macht und wo es seine Sitze hat. Und danach kannst du sehen, wie das sich auch mit dem Lohn entwickelt. Das sind wirklich unterschiedliche Themen bei jedem dieser Unternehmenstypen. In den nächsten Videos gehe ich noch ein bisschen genauer auf die einzelnen Punkte ein. Und das war's von meiner Seite für heute. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, tschüss!